Und liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Empyrean Galactic Survival, Leute, mit Pega. Hi. Ja, und es geht schon heiß zu und her hier mit den ganzen Viechern. Das andere grüne Schutz haut auch schon einen raus. Ich glaube, der ist schon tot, oder? Alter, wie viel. Ich will sagen, aber wenn sie tot sind, dann kann ich dir dieses Essen einsammeln von denen. Ja, aber das Geräusch, das geht mir ein bisschen auf den Sender, wenn das dann die ganze Zeit so. Ja, das sind nur, wenn wir Viecher anlocken. Wo schießt du nur hin? Das ist das andere Geschütz. Ich schieß gerade gar nicht mehr. Doch, jetzt wieder. Boah, der war aber knapp vorbei. Da vorne ist eine Pflanze. Ja. Also, ich bin der Hunger, ey. Pflanzendinge, die halten vier oder fünf Dinge von dem aus. Lol. Pega, warst du das? Ja, ich hab grad Hunger bisschen. Ich hab auch Hunger. Ja, ich, wie gesagt, ich muss immer. Ich hab Hunger, Pega! Ja, ich muss gleich mal vor der suchen. Ich stell mir. Alter, die Geschütze, ey. Warum ist die hier offen? Ich habe mein Chip gar noch nicht an. Nicht rausfliegen! Ich komm da nicht mehr hoch! Ah! Boah, hab ich mich erschrocken! Da war eine Pflanze! Die war so mega nahe neben mir, ey. Alter, habe ich mich gerade verjagt. Ich hab mir ins Gesicht geguckt. Guck mir so eine Pflanze in die Linse, ey. Ich glaube, es hackt. Was haben wir denn hier Geiles? Oh, Food, lecker, lecker. Ist die, ja, Pommes. Ist aber noch nicht drin, weil wir noch kein Fleisch haben. Space Pommes! To ja. The sky! Space Pommes! To the sky! Brauchen wir dafür drei Elektronik? Mit Steaks, Scripts, Notverpflegung. Ja. Alter, wie viel das man dafür braucht, ey. Cheese. Oh, Injektion. Metallkomponente. Ist das Zahnpastatube oder was? Antibiotikum. Oh, jetzt schieß ich mal wieder. Bei Cable. Bei Rohre. LOL. Ich hab'n krumm, ey. Ich soll der lieber. Was nun? Ich soll der lieber hier. Weißt du, ich kann ja hier reinstehen. Dann stöhnt die zwar immer. Ja. Aber ich werde immer gerade wieder geheilt. Ja, ja, richtig. Ey, ja, mach du mir mal was zu essen. Ich warte hier so. Ahaha, mach dir was zu essen, ja. Alter, ja, wir haben hallo. Kein Fleisch, wir haben nichts. Was soll ich deine Frau hat Hunger hier. Also jetzt nicht real life, in-game bin ich eine Frau, nicht falsch verstehen, die gerade neu dazugekommen sind. Ja, und herzlich willkommen auf Bound TV. So. Pega! Ja! Warum wird da nicht mal angezeigt, wann Tag wird, ey? Das ist so ätzend. Du stirbst langsam. Mangels Nahrung. Keine Munition. Keine Munition. Keine Nahrung. Kein Pega. Keine Abonnenten. Nee, Quatsch. Ich hab mit deiner Taschenlampe rumzuspielen, dann müssen wir mal was zu essen holen, Pega. Alter. Ja, was denn? Junge! Ja, drück ab, bitte. Ja, wenn ich Munition hätte, liebend gerne. Du kannst ja das große Geschütz nehmen und auf mich schießen. Ja, und die halbe Base zerstören. Ne? Ja. Ich hab mir noch so überlegt, so wie ich das Video gesehen habe, das letzte. Pega, was tust du?
Ja, genau. Ich hab letztens das Video gesehen. Ja, bald stehen wir beide hier drin. So, weißt du was? Ich lass mich töten. So, ich sterbe im Bett in meinem Gebiet. So, los, verrecke! Oh, dauert das lange. Alter, schießt du auf mich? Ja. So ein Arsch auf den? Ja. Alter! Lol, ich hab dich gekillt, ich wollte dich eigentlich gar nicht verletzen. Ja, und jetzt habe ich irgend so Vieh hinter mir. Okay. Warte, was ist das? Ja. Keine Ahnung, ich seh's ja nicht. Auf jeden Fall bin ich wieder tot. Da. Alter, hast du den Arsch offen? Du bist schon wieder gestorben? Naja, natürlich. Tut mir leid, Alter. Ich hab gedacht, wenn ich so kurz vor dir reinschieße, dann passiert das. Da ist ein Hode! Da kommt eine Hode! Gleich wieder sterben. Boah, zwei Schüsse, Drohne. Boah, war das geil, ey, schnell. Becker, hol dir doch den Rucksack da hinten. Ich ja, Alter, gleich, ich will den Tag immer machen, ich werde gleich im Geschütz sterben. Ah! Ich bin... tot. Ja, wieder mal... eine Folge mit Toten. Current Location. Medic Station? Ja, da kannst du dann quasi in der Base starten. Ja, ist doch geil, aber ich stelle meinen Rucksack. Oh, Pekka. Ach komm, ein bisschen Spaß muss sein, ey. Ja, solange du nicht gestorben bist. Durch mich? Ja, du kannst ja auch mal drauf schießen. Ich bin in der Base, falls du Interesse hast. Ich wollte eigentlich Futter suchen. Ja, ich komme gleich mit deinem Futter suchen. Für den ein nur Schuss. Nee. Was, ein Schuss auf einen Menschen und der ist tot? Nein, hab ich. Wir könnten eigentlich gleich, despawnen eigentlich Drohnen und allen anderen Scheiß. Kann ich dir nicht sagen. Ich geh mal zu der Drohne hin. Ich hab zwar keine Muni, ich hab nichts zum... Ich weiß gar nicht, ob der Drill vielleicht noch... Der tötet die nicht. Das sind ja die Drohne abgestürzt. Hab ich schon gelootet. Okay, Alter, das Geschütz macht üble Löcher, ey. Ja, weil du mal daneben schießt. Okay. Ja, hätte ich doch mal daneben geschossen bei dir, ey. Hier liegt dein Rucksack übrigens noch. Ja, habe ich schon gelootet. Frage ist jetzt, wo gibt es denn hier... Das da rein, das da rein, das da rein. Ist hier da rein. Ein Viech, was ich looten kann? Oder hast du jetzt schon wieder gemacht? Ja, okay. Nee, also jetzt hier draußen musst du gucken, wo das Geschütz denn schießt. Damit er sicherlich dein Todes hier liegen. Ja, aber ich habe vorhin noch ein anderes gehört. Alter, hier die Löcher, ey. Ja, aber im Dunkeln sehe ich auch nicht viel. Digga, warst du schon bei deinem Rucksack? Ja, war ich schon. Ja, war ich. Und bist du jetzt angepisst? Nein. Nein. Hunger macht böse. Das Ding eigentlich. Das irgendwas ist... in Entfernung. Ja, aber was ist das? Keine Ahnung, was da hinten ist. Ist ja dunkel, ich sehe auch nichts. Da hinten nix. Keine Ahnung, wohin das Ding ballert. Ich weiß nicht, was er sieht, was wir nicht sehen. Ja. So, ich baue jetzt mal einen Kühlschrank. Und danach ja. Werde ich
Prometheum wieder machen, damit wir wieder Energiezellen haben, weil wir haben bloß noch 8. Oh ja. Alles hier hinten irgendwo noch ein Viech unter unserer Base. Die ganze Zeit irgendein Schrein, aber irgendwie. So, na los, latsch schon auf. So. Alter, ich will da rein! Alter. Ach, rückwärts geht's. Was schießt das Ding da hinten? Fliegt, glaube ich, irgendwas, oder? Weiß es nicht. Immer noch so ein Viech, Alter. Das ist wahrscheinlich bei uns unten gefangen oder so. Der schießt auf was, was leuchtet. Das muss eine Drohne sein. Aber der trifft das auch nicht. Kann ich dir nicht sagen. Ich gehe jetzt ans andere Geschütz. Ja, mach das mal. Ich bin gerade am Vorbereiten. So, Schnauze, du Arsch. Was siehst du denn, ey? Ah, hörst du das Monster? Ja, hier steht irgendwo, glaube ich, so eine Pflanze oder sowas noch neben uns. Ja, ich habe draußen geguckt, aber da ist nichts. Okay, keine Ahnung. Auf jeden Fall kann es langsam mal hell werden. Ja, ich mal. Ich bin mit meinem Kopf schon so nah am Bildschirm dran, dass ich was erkennen oder erkennen kann. Naja, liebe Freunde, danach können wir halt nicht viel machen. Ja? Nee, hey, richtig. Tut uns leid. Am besten ihr spult ein bisschen vor. Weil sie ja nichts erpassen wollt, könnt ihr natürlich... brauche ich ja gar nichts zu sagen, könnt ihr einfach weiter gucken. So ein Gewitter wäre auch mal geil, wenn es regnen kommen würde oder so ein Wirbelsturm. Bist du jetzt im rechten oder im linken Geschütz? Rechten. Ach, deswegen, weil gerade so komische Bewegung macht. Ja. Ja. Nee, auf die Base schieße ich nicht. So, fertig hier gespielt, ey. Ja, echt schlimm, ey. Oh, jetzt fängt das... Ich frage mich, wohin ist das Ding? Kann wenn das hell ist, der... Wenn es jetzt hell wäre, würde ich sagen, weißt du was, ich leg aber erst mal... auch die ganze Zeit an den Hügel da. Ich lege jetzt meine Sachen hier ab. Und dann gehe ich da in die Richtung. Aber wir können ja uns hier wieder... Richtig, wir spawnen einfach an unser Ding. Ja, das gut. Ist mein Container, okay? Maul. Das war ja meiner, Maul. Meine Muttermaul, ey. So. Ich kann da jetzt mal in die Richtung. Ja, warte auf mich. Jetzt hat's aufgehört. Ja. Ich renne Richtung Turm, ne? Du auch? Ja. Oh, hier Pflanzenviecher. Ja, die sind hier alle hinterm Berg. Alter!
Wie viele Viecher sind denn hier? Ganzer Haufen, so ich das sehe. Kannst du mir erklären, wieso das so ist? Na, die Pflanze hat mich wohl gesehen. Ich kann dir sagen, das zieht die irgendwie alles mehr zum Wasser hin, die Viecher jetzt. Ja, ne? So, ich bin wieder in der Base. Alles ist ja voll schlimm, ey. Alter, verdammt. Nicht mehr normal, liebe Freunde. Also das ist jetzt echt... Also wenn das dann sich weiterhin so staut irgendwo. Wir haben dann irgendwann einem World unendlich viele Viecher, ne? So dass wir gar nicht mehr spielen können. Dann fände ich das extrem schade. Spannend, ey. Was ist Geschütz alles? Ich bin Roboter, ich muss töten. Aber nur von der Seite zum Turm ist da gerade Halligalli, ey. Lol, was ist das für ein geiles Teil? Was denn? Kühlschrank 2. Ja, genau. Geil, was baue ich denn jetzt mal Schönes? Wie wär's denn mal mit einem Küchenschrank? Küchentheke. Aber, haben wir doch heute nicht. Oder eine Sofa-Ecke. Das ist alles fürs Deko, was kostet denn das Scheiß? Das scheiß Sofa kostet uns... Ah, jetzt wird neu, angezeigt, wie viel, Crafting-Time, wie lange das dauert. Hitpoints, Masse, Panzerung, platzierbar auf... GR und BA, also BA-Basis und GR, Ground Vehicle. Ground Vehicle. Ja, Ground. Ja, nur Kunststoff, Rohmaterial und Metallkomponenten 2. Ja, aber das können wir für andere Sachen benutzen. Du brauchst jetzt keine Deko bauen. Ach komm, lass mich ein Sofa bauen. Wofür? Du kannst dich nicht mal hinsetzen. Keine Ahnung. Sex immer nur im Bett wird dir doch auch langweilig, Schatzi. Ja, wir können es in der Kanone machen. Ja. Aber dann nehme ich das Geschütz, das hat die größere Kanone als du. Ha! So, Pekka, was machen wir denn jetzt? Warten, bis Tag wird. Wunderschön, liebe Freunde. Ja, ist sehr ätzend. Wieso fangen wir auch nachts an, ey? Hätten wir nicht tags starten können? Das stimmt wohl. Ja, tut uns leid, liebe Zuschauer. Jetzt wissen wir, wir müssen starten, wenn Tag ist. Oh, verdorbenes Lebensmittel, Pekka. Ja, ich weiß. Das ist, aus der Pflanze, glaube ich, raus. Sieht aus wie dein Gehirn. Das brauchen wir aber für diese Pflanzkübel. Oh. Alter, wie sich dahinter die Monster gestapelt haben, ey. Ja, wenn ich jetzt wenigstens sehen würde, ne? Hey, ja? Ja. Alter! Alter! Deine Mutter! Strom, sag ich dir. Was? Klaue gleich den Strom, sag ich dir. Was machst du? Den Strom klauen! Ja, ja. Der Pekka wieder, ey. So. Herrlich. Aber die Alien-Nahrung, die ist nur verdorben, wenn du das schon vom Viech, also in diesem Tier weggenommen hast. Ja, oder? Das ist irgendwie ganz komisch, Buggy. Wenn du einmal reinguckst und nochmal reinguckst, ist es gleich verdorben. Oha. Also müsstest du es eigentlich...
T drücken und dann darfst du nicht mehr ins Inventar gucken, bis du den Nein, darfst nicht in das, in das Inventar des Viech. Darfst du hier mal reingucken denn? Ach so, du musst das Vieh einfach unberührt da lassen und dann ist das Fleisch noch gut. Ja, das wird auch so schlecht. Aber ich habe das jetzt mal gesehen, wenn du da reinguckst und dann der nächste quasi oder du selber nochmal reinguckst, kann das eben dadurch schlecht schon sein. Okay. Oh, die Sonne kommt, glaube ich, oder? Oder ist es nur Nebel? Was ist das, Alter? Ist das Nebel? Alter! Ist es Nebel da am Horizont, oder was ist das? Weiß ich nicht. Ja, liebe Freunde, voll die spannende Folge hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Oh, jetzt fängt das Geschütz wieder an. Ich kotze gleich im Strahl hier. Vega, was machst du eigentlich? Ja, was gucken. Wo bist du denn gerade? Über dir. Wie im echten Leben, ne? Hahaha, witzig, Mami. Oh, hier oben könnte man eigentlich auch noch ein Geschütz hinstellen. Wie bist du da hochgekommen, sag mal? Lol. Digga. Ja? Das Problem ist, es ist dunkel, du siehst halt nicht viel. Ja, wie bist denn du da hochgekommen? Na so. Was? So, mit dem Jetpack. Wie von der Etage hier? Naja. Alter! Schupf mich nicht! Du musst auch vordrücken. Ja, ich habe ja nach vorne gedrückt, lass mich geschubst, du Penner. Ja, ja, ich wieder, weißt du? Nee. Pack gleich wieder mein dickes Rohr aus, ey. Zu dran lutschen. Vorbeigesprungen. Was machst du hier drin? Ich will da oben zu der Kanone hin. Das ist Le Beggars Ziel. Ja. Ja. Da doch auf, du scheiß Jetpack. Ja, das Viech muss irgendwo unter uns sein, ne? Ja. Alter, und hier drin wird's langsam laut. Alter, liebe Freunde, ganz ehrlich, wir machen einen kleinen Cut und sind wieder zurück. Ja. Des Tages. Bis dann, tschüss! Ätzend.